herzlich willkommen zurück zu Minecraft All-in-One. Und jetzt nehmen wir mal diesen Baum hier auseinander. Das macht unsere Schier wirklich ein bisschen mürbe, aber wir kriegen auch gut Kompostzeug raus. Das heißt, wir können ein bisschen Bone Meal machen. Ich hüpfe da jetzt mal hoch. Und ich weiß, wenn ich jetzt das letzte abernte, deswegen bleibt das noch dran, würde das ja theoretisch die ganzen Blätter mit sich nehmen. Deswegen habe ich jetzt versucht, noch so viele wie möglich mitzunehmen. Und ich glaube, das war es jetzt auch. Deswegen kann jetzt auch der letzte weg. Wir wollen ja auch noch ein paar Saplings haben vielleicht. Ja, sehr gut. Und here we go. Zack, zack, zack. Haben wir alles eingesammelt. Beste. So, und Oakleafs bringen uns natürlich, ich glaube, pro 8 bringen sie uns einen Bone Meal. Oder auch nicht. Ist es trotzdem immer noch random, wie viel? 42 haben wir jetzt noch. Ja, okay, das konsumt auch einfach random. Wow. Das ist natürlich crazy. Schade eigentlich. Tja, das hat dann nicht so gut funktioniert. Schade, gut zu wissen. Das scheinbar irgendwie random ist bei Kompostern. Ja. Aber erstmal soweit dazu. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Mana herzustellen. Aber ja, wenn ihr mich fragt, ist das wirklich ein bisschen schwierig, weil, naja, es benötigt halt wirklich, wirklich viel. So, wir haben hier unsere Holzproduktion, die ist schön im vollen Gange. Bin ich sehr happy, dass wir da jetzt auch erstmal keine Probleme mit haben. Ansonsten haben wir hier natürlich noch einen Apfel, cool. Würde ich jetzt hier erstmal die Dinger noch mit reinschmeißen, genauso wie das Holz. Und ja, wir müssen auf jeden Fall die Schäfchen zwischendurch mal auf die Wiese lassen, damit die hier ein bisschen was essen können. Und da ich jetzt irgendwie mit Botania jetzt auch nicht, also wir müssten diese ganzen Petalblöcke halt machen, da wir da aber jetzt auch nicht so bald weiter sind, würde ich jetzt erstmal schauen, ob wir nicht stattdessen erstmal noch was anderes machen. Wie kriegen wir eigentlich die Sweet Blossoms? Ja. Mhm. Mit einem Catalyst. Alles ist auf Botania aufgebaut. Das heißt, eigentlich bräuchten wir die auf jeden Fall. Was ist das hier? Eine Orchid. Early Ore Generation. Generate Ores with Stone and Mana. Oh. Eine Orchid. Okay. Wait. Lasst uns die doch mal machen. Gray, Yellow, Green und Red. Okay. Jeweils zwei. Gray. Oh, Yellow, Green und Red. Und wir müssen auf jeden Fall zwei noch vermehren. Nämlich Yellow und Red. Bap, bap. Bap, bap. Und bap, bap. Hallo? Wo sind meine Blumen? Ich bin verwirrt. Wo sind meine Blumen abgeblieben? Ich habe die gerade vermehrt. Hilfe. Da ist sie. Okay, wo? Hä, wo zum Teufel ist denn die andere gewesen? Ich das aus Versehen mit der Hand abgebaut oder was? Das wäre jetzt komplett lost. Jetzt haben wir auch unser Bone Meal wieder aufgebraucht. Super. So, wo glitzert's? Da glitzert's. Ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich... Egal. Ich möchte es gar nicht wissen. Ich reg mich dann nur wieder auf. Wahrscheinlich über mich selbst. Brauchen wir noch ein Seed? Haben wir. Und dann machen wir uns mal diese
Diese coole. Diese coole Pflanze hier. Und wir bekommen 20 Stone. Generate ores with stone and mana. Okay. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Was haben wir hier? Ach ja. Und hier sind Mobkills. Ja gut, ich hatte jetzt lange keine mehr. Aber da wäre natürlich eine Mobfarm auch nicht schlecht, ne? Muss man auch ganz klar sagen. So, Ores, da haben wir jetzt nichts Neues. Hier haben wir auch nichts Neues. Hier wäre jetzt Animal Bread. Da kriegen wir dann noch ein Spawn Egg. Das ist mir jetzt erstmal ehrlicherweise relativ egal. Und hier 128 Aquamarinen. Ja, nee, ist klar. Bumble Zone könnten wir mal gucken. Ein Villager, ein Apiarist, würde das traden auf Stufe 5. Das heißt, wir müssen auch 100% auf Villager gehen. Lasst mich mal kurz schauen. Hab ich mich erschrocken. Alter, das kann die doch nicht einfach machen. Der scheint zu weit weg zu sein. Ei! Sag mal, so cool du auch bist, liebe Blume, ne? Aber das geht so nicht. Du kannst mich nicht zu Tode erschrecken. Ich hoffe, ihr seid auch alle wach. Oh mein Gott. Ich hab mich so erschrocken. Okay, okay, das geht nur mit Mana. Ah, alright. Ich verstehe. Okay, also Dried Kelp-Blöcke? Mal gucken, was sie jetzt macht. Ja. Ja, ja, ja. Sobald sie genug Mana hat, macht sie aus den Blöcken Ores. Eieieiei. Okay. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Pflanze. Die Orchid. Nice. Okay, cool. Hätten wir das auch geklärt. Die würde ich tatsächlich mal einpacken. Und erstmal rüberbringen. Hä, wie cool ist das denn? Okay, ich bin mir nicht sicher, ob es die auch ganz normal gibt. Aber scheinbar schon. Das ist eine Functional Flower. Wahrscheinlich habe ich die einfach noch nie vorher benutzt. Das kann sehr gut sein. Das würde mich jetzt nicht wundern. Wir haben auf jeden Fall Kelp-Blöcke. Eventuell können wir schauen, ob wir Kelp einfach, also Seegras im Grunde genommen, ob wir irgendwie Seegras herstellen können. Wie geht das denn? Kelp. Natürlich nicht Seegras. Ich meinte Kelp. Okay. Oh, Kelp in einem Botany Pot bringt auch mehr Kelp. Okay, ja, und das kann man leider nicht so zurückcraften, dass wir Kelp wieder kriegen. Aber das ist gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen. Dann können wir da auf jeden Fall demnächst mit Kelp vielleicht die Energiequelle für unsere Endoflames herstellen. Wie viel haben wir denn? Also der Mana-Spreader hat noch ein bisschen, der spreadet hier noch gut rein, aber ja, das ist halt schon. Oh, der Schock sitzt immer noch tief. Also damit habe ich jetzt im Leben nicht gerechnet. So, wir haben jetzt auch Gras. Ich habe keine Ahnung, ob uns das irgendwann was bringt, aber wir haben auf jeden Fall Gras. Ich bringe mal die Petals hier wieder zurück und die Living Roots, die würde ich jetzt auch erstmal da reinschmeißen. Und die Gembag behalten war und das hier tun wir hierin und so. Mal ein bisschen aufgeräumt jetzt hier. Botania. Mhm. Okay. Ich würde mich als nächstes tatsächlich um die Villager kümmern, glaube ich. Würde erstmal versuchen, denen ein paar Betten zu machen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Wolle übrig. Ich weiß aber nicht, wie viel. Ich glaube, so viel ist es gar nicht mehr.
Und mit dieser Wolle würde ich dann einfach mal noch Betten machen. Es reicht ja eigentlich, wenn wir immer drei Betten haben. Dann ziehe ich immer einen Villager raus. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber wir sind hier in einem Skyblock-Projekt und ich weiß gar nicht, ob man das schon als Hardcore-Projekt nehmen kann. Ach, guck mal, wir haben aber genau ein Bett können wir noch herstellen. Das ist doch gut. Dann haben die auf jeden Fall genug Betten. Und ja, perfekt. Und dann können die immer quasi ein Kind erzeugen. So, dann sollten wir uns überlegen, was wir als nächstes haben wollen für einen Villager. So, hier haben wir erstmal safe, ne? Zack, better safe than sorry. Jetzt haben wir auch drei Betten, wunderbar. Du hast jetzt auch ein Bett, freust du dich? Super. Und genau. Dann würde ich jetzt schauen, dass wir hier rund um den Breeder vielleicht, oder sollen wir das hier machen? Wir könnten das auch hier rundherum machen. Ja, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Dieses Feld werde ich wahrscheinlich sowieso irgendwann woanders hinsetzen. Aber ich möchte diesen One-Block eigentlich auch woanders haben. Wo packe ich die Villager hin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht sollte ich die wirklich ganz woanders hin tun. Da hinten irgendwo, ich hole mir mal noch so ein Törchen, dass die mir nicht hinterherkommen können. Dann sollte ich die wirklich ganz woanders hinpacken. Was haben wir denn noch so an Slabs? Das sieht doch schon mal gut aus. Hier haben wir noch so ein paar davon. Was haben wir hier noch Schönes? Was haben wir hier? Ilorium, hervorragend. Brauche ich nicht. Hier noch irgendwas Sinnvolles? Nope. Haben wir auf jeden Fall nicht mehr so viele Brick Slabs. Aber wir haben ja jetzt Stone. Das heißt, wir können ein bisschen Stone noch umwandeln. Und haben jetzt wieder ein paar Bricks. Und irgendwo hatte ich doch noch ein Zauntor. Oder hatte ich das jetzt für die Hühnchen benutzt? Bin mir gerade echt nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich es für die Hühnchen benutzt habe. Dann machen wir uns nochmal ein Zauntor. Ups, einen Zaun haben wir auf jeden Fall noch. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Aber hier haben wir das Dings für ein Zauntor. Also das Hin- und Herlaufen ist irgendwie auch noch nicht so ganz so der Brüller. Das muss ich auch mir auch nochmal überlegen. Zuck. So. Dann brauchen wir natürlich unsere Cobblestone-Slabs wieder. Das sind hier unsere Wege-Slabs. Hier sind noch welche. Haben wir also nicht mehr. Das macht aber nichts. Guten Tag. Hallo, ja. Zack. Sehr gut. Und hier würde ich jetzt mal kurz mit Kobbel. So, ist das jetzt zwei? So möchte ich es nämlich haben. Sehr gut. Nein, so. Das wird jetzt nicht schön aussehen, ne? Aber wie gesagt, das können wir auch alles noch ändern. Wenn wir vielleicht mal Lava haben, um einen Cobblestone-Gen zu machen, das wäre halt echt, puh, das wäre super. Alternativ haben wir jetzt natürlich hier noch die... Ne? Ist ja auf jeden Fall alles safe erstmal. So, zack. Und hier... Hier könnte man jetzt auch nochmal den hier machen. Okay. Also ihr passt auf jeden Fall einen Villager durch. Das ist das, was ich im Moment gerne haben möchte. Und jetzt machen wir die kleinen Häuschen, wo die Villager sich dann niederlassen dürfen. Erstmal zwei an der Zahl. Die können wir dann beliebig erweitern.
Tack, tack, tack. Tatsächlich glaube ich. Ja. So. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt weiß ich nur nicht, welche Villager ich haben will. Ich würde das Ganze aber, glaube ich, erstmal aus Holz bauen. Hab ich zugemacht? Ja. Bitte? Nee. Jetzt schon wieder das Internet geklaut. So. Holz. Da haben wir jetzt ein bisschen was von. Ich glaube, da können wir mitbauen. Soll ja auch erstmal nicht schön sein, sondern nur funktional. Ich mache mir auf jeden Fall auch schon mal Trapdoors, zwei Stück. Die brauchen wir hundertprozentig, um den Villager dann auch in Anführungszeichen einzusperren. Das ist natürlich alles, ne? Friendly und so. Natürlich. So. Ist ja ganz klar. So, und hier machen wir genau das Gleiche. So. Ich traue mich schon was, hier in den Skyblock zu springen. Das ist für mich schon echt ein bisschen schwierig. So. Machen wir das Ganze so. Und müssen da jetzt noch einen Deckel drüber machen. Das können wir auch am besten mit Holz-Slabs machen. Dann verbrauchen wir nicht so viel Zeug. Und auf den Slabs spawnt auch wieder nichts, was auch ganz praktisch ist. Und wir haben noch Slabs. Dadurch, dass wir auch... Ah, wir haben noch keinen Sugarcane, ne? Da müssen wir jetzt auch noch gucken, wie wir an Sugarcane kommen tatsächlich. Oh. Hilfe. Wie wir an Sugarcane kommen. Eigentlich wäre es schlau, wenn wir auch die anderen Sachen noch mit Slabs auslegen. Weil dann auf jeden Fall gar nichts hier drauf spawnen kann. So. Hopp, hopp. Das war's leider mit den Slabs. Okay. Dann hole ich jetzt nochmal welche. Die besprechen sich schon, wer als nächstes in die Bresche springt hier. Und ich glaube, das Erste, was ich mache, wäre jemand, der mir viele Emeralds tradet. Und da ich behaupten würde, dass wir aufgrund des Bambus, welches wir noch anpflanzen müssen, am meisten Sticks haben, würde ich vielleicht auf Sticks gehen am Anfang. Weil ein Farmer, naja... Dann gibt es ja noch diese coole Farm, die RGB jetzt auch für Dia Wars gebaut hat. Oh, ich sollte da vielleicht auch absichern. RGB für Dia Wars gebaut hat. Diese automatische Essensfarm. Das wäre natürlich auch was. Okay, ich habe nicht mehr genug zum Absichern. Ah. Da muss ich auf jeden Fall nochmal welche craften. Und sowas wäre natürlich auch für hier nicht schlecht. Mal Türchen auf, Türchen zu. Aber, ne, Safety first und so. Haben wir jetzt hier irgendwo noch... Hier sind noch zwei Kobbel. Das bringt mir nichts. Drei wären natürlich Premium. Ansonsten haben wir jetzt drei. Ah, wir brauchen ja sechs. Haben wir noch irgendein anderes Gear, was wir benutzen können? Irgendein anderes Zeug, was wir benutzen können? Hier, Andesite. Es geht doch bestimmt auch mit Andesite. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir doch Andesite. Ich meine, wir haben hier auch Diorite, ne? Das müssen wir auch unbedingt noch austauschen. Das geht ja gar nicht. Aber hier erstmal die Andesite-Dinger. Und dann sind wir hier schon mal safe. Und wir können traden. Das heißt, als erstes werden wir uns den Fletcher zurecht. Fletcher. Huch. Kurz rausgetappt. Das wollte ich nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott. Ah ja. Fletcher.
Pledging Table heißt das Ding. Pledging Blueprint. Aha. Flint und Stone. Das kriegen wir doch hin. Auf jeden Fall irgendwo Gravel. Ja. Ein Gravel. Zwei Gravel. Zack, zack. Und es ward der Fletcher geboren. Aber bevor wir das jetzt machen, gehen wir nochmal kurz essen und dann schön gesättigt ins Bett, damit uns auch hier bloß nichts auflauert. Weil im Moment wollen wir noch keine Mobs. Ne? Die Mobs wollen wir erst, wenn ihr mit euren Mob-Farm rausrückt. So. Okay. Jetzt kommt der Spaß. Da die ja nicht unbedingt weit kommen, ist das, glaube ich, gar nicht so schwierig. Irgendjemand von denen wird das jetzt checken. Wunderbar. Und dann darf der hier mal rein. Und das ist immer mit den Villagern wirklich eine Qual, wenn ich das mal so sagen darf. Villager sind eine Qual. Geh mal da rein. Geh mal zu deinem Tisch. Du musst zu deinem Tisch schon reingehen, damit du... Ja, ja. Ich weiß, es ist voll blöd, aber gehst du bitte zu deinem Tisch? Nee. Schon in die Richtung. Ach, scheißen Dreck. Nee, du brauchst dich auch nicht runterstürzen. Deine Arbeitsbedingungen sind nicht so schlecht, okay? Geh einfach da rein. Hier an deinen Tisch. Soll ich dir da was reinschmeißen? Ich hol mal Essen für dich. Mal Karotten oder so. Jo, haben wir. Okay, dann muss er gelockt werden. Arbeitet ja auch nicht umsonst. Kann ich verstehen. Ich meine, ist ja auch ein bisschen fies. Okay. Danke, Bro. Voll lieb. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass ich den Fletching Table wieder bekomme, ohne ihn zu töten. Ja, perfekt. Ja, nice. Also, der Fletcher, meine Damen und Herren. Nee, ich möchte schon, dass du den richtigen Trade hast. Wie kann denn der keinen Stick-Trade haben? Das funktioniert? Ernsthaft jetzt? Ich wollte schon sagen. Jetzt hast du mich aber schwach gemacht. Ja, ja. Jetzt hast du mich schwach gemacht. Wir locken dich jetzt einmal. Und haben unseren ersten Villager. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.